Hallo, liebe Motorradfreunde, hier ist Dietmar vom Motorradtester. Und ja, ein bisschen hektisch schon wieder. Ich bin für euch auf Sardinien. Wir sind eingeladen von Yamaha zum Test von zwei Maschinen, dieses Mal sogar. Und zwar fahren wir heute die Yamaha Nikon GT 2023. Die heißt wirklich Nikon, nicht Nikon. Ich habe immer gedacht, das heißt Nikon, aber das ist, glaube ich, japanisch. Und ja, hier stehen sie auch schon in Reih und Glied, die schönen Nikons. Und morgen fahren wir dann die Tracer 9 GT Plus, die neue abgedatete Tracer 9 GT Plus. Die Nikon hier ist auch abgedatet. Was da genau nun gemacht wurde, das erzähle ich euch später. Und ja, wir sind gestern angereist. Das ist hier das Yamaha-Team, zumindest ein paar Leute. Wir sind angereist über Nizza, haben da schön Abendbrot gegessen, könnt ihr hier sehen. Kleines niedliches Hotel und sind heute Morgen dann von Nizza nach Olbia geflogen. Das ist im Norden von Sardinien. Letztes Mal waren wir im Süden in Cagliari, aber das ist jetzt mal im Norden. Und ja, ich bin gespannt, ob ich die eine oder andere Strecke wiedererkenne. Ich glaube nicht. Aber jetzt muss ich schon langsam hier wieder meine Sachen packen. Ist immer so ein bisschen hektisch hier irgendwie, wenn das losgeht. Denn die Instruktoren sagen dann immer los, los, los. Naja, also, egal. Ich werde mal gucken, dass ich während der Fahrt wieder ein paar schöne Bilder einfange für euch. Ich hoffe, es bringt Spaß. Bleibt dran. Los geht's. Achso, ich habe natürlich vergessen zu sagen. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video und schauen wir das los. Thank you. Ja, jetzt will ich euch mal so ein bisschen erzählen, wie sich das eigentlich hier so anfühlt auf der Yamaha Nikon GT. Nikon, nicht Nikon. Sie hat übrigens keine automatische Blinkerrückstellung, was ihr an meinem Vordermann seht. Der blinkert hier schon eine halbe Stunde vor sich. Jetzt hat er es gemerkt. Also wie fährt es sich? Wer noch nie auf einer Nikon gefahren ist, der wird, wenn er die ersten Meter fährt, erstaunt feststellen, A, dass man nichts sieht von dem ganzen Gewese da vorne, von den zwei Rädern. Man sieht es einfach nicht. Und zum Zweiten fühlt es sich auch sehr ähnlich an. Man ist geneigt zu sagen, es fühlt sich genauso an. Das stimmt aber nicht ganz. Also, die Maschine kann sich extrem in Kurven legen oder man kann die Maschine extrem in Engel legen. Hier könnt ihr das schon sehen. Ich kann hier runtergehen irgendwie, was nicht, bis zur Grenze, bis die Fußraste aufschrabbert. Warum kann ich das? Ja, weil es sich halt so sicher anfühlt. Ich habe halt vorne zwei Räder und dadurch unendlich viel Grip. Und gut, das kann ich natürlich jetzt mit einem normalen Motorrad bei Sonnenwetter auch, klar. Aber jetzt stellt euch mal vor, hier auf Sardinien, morgen soll das soweit sein, regnet es. Ja, dann ist die Straße nass und dann ist übrigens hier der Asphalt auf Sardinien auch gar nicht mehr so toll. Und dann könnte ich aber trotzdem, natürlich nicht ganz so schrubbern, aber trotzdem könnte ich hier immer noch einen flotten Schuh fahren und würde mich immer noch sicher fühlen. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt hier bei der Nikon. Und das macht die Maschine, finde ich auch, und das war mir irgendwie gar nicht so bewusst vorher, bin sie ja schon gefahren, die Vorgängerin, aber halt nicht so lange. Das macht sie aus meiner Sicht zu einem wirklich super geilen Reisemotorrad. Weil, ja, ich halt gefühlt mit dem Ding tagelang durch die Gegend brettern könnte. Es fährt sich einfach entspannter, das ist tatsächlich so. Und natürlich vor allem, wenn es dann auch mal regnet, das würde mich dann überhaupt nicht kratzen, da würde ich einfach weiterfahren. Da ist man mit einem normalen Motorrad mit zwei Rädern ja ganz schnell so an der Grenze und sagt dann, oh nee, komm, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das ist mir zu schlitterig. Also wenn ich so an unsere Europatour denke, mit Markus, da hat es ja auch oft geregnet, da wären wir wahrscheinlich mit einer Nikon öfter mal einfach weitergefahren. Also das ist richtig geil. So, und das ist, dazu kommt auch noch, dass dieses Motorrad einfach mega komfortabel ist. Also die Sitzbank, die ist ja überarbeitet worden. Gut, die alte war sicherlich auch schon gut, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall ist die hier mega komfortabel. Ja, ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier sehen. Wir fahren jetzt gerade nicht ganz so schnell, leider. Aber
Also wie sich die Feuerleute hier einfach in die Kurve reinwerfen, das macht man einfach mit dem Ding, weil man irgendwie denkt, oh, was soll schon passieren? Also ausrutschen werde ich sowieso nicht. Und auch wenn da jetzt irgendwelche Steine liegen würden oder so, naja, okay. Gibt natürlich auch hier ein Limit, das ist klar, aber gefühlt ist dieses Limit weit, weit weiter weg als auf einem normalen Bike. Also hier auf Sardinien, das muss ich auch nochmal sagen. Das ist übrigens, wenn ihr noch nie auf Sardinien wart, Motorradfahren, macht das mal. Das ist der Oberhammer hier. Also es gibt eigentlich nur Kurven. Das ist echt. Moin. Nochmal moin. Ich würde mir jetzt tatsächlich ein bisschen Regen wünschen. Aber das wird wohl heute nicht mehr passieren. Vielleicht haben sie ja noch irgendwelche Leute, die hier die Straße künstlich bewässern für uns. wahrscheinlich nicht. Egal. Gut. Das soll es mal gewesen sein. Weiter geht's mit irgendwas anderem. Weiß ich nicht was. So, ist hier der erste Fotopoint. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie das hier aussieht. Da vorne steht der Range Rover. Und dahinter fährt, wer ist das? Walter, ne? Genau. Walter Wille von der FAZ. Der ist jetzt gerade gefilmt worden. Und jetzt bin ich dran. Ich weiß nicht so richtig, wo ich jetzt eigentlich hin soll. Ich soll näher rankommen. Okay. So, jetzt soll ich mich hier möglichst schräg hinlegen. Jetzt kommt da ein Auto entgegen. Ich denke, die Strecke ist gesperrt. Naja, egal. Also, so sieht das aus. Diese Fotopoint-Sachen. Also, man fährt hier hinter so einem Land Rover hinterher. Der versucht auch so ein bisschen Stoff zu geben. Der kann natürlich jetzt nicht so schnell fahren wie wir. Näher ran. Oh Junge, du bist aber... Der Fotograf sagt immer, ich soll näher rankommen. Wahrscheinlich bin ich sonst zu klein auf der Aufnahme. Ich rück mal so ein bisschen weiter nach vorne. So, und jetzt legen wir uns ja schön rein. Guck mal, wie der da hängt, der Arme. Wie so ein Affe. Und natürlich wieder dichter rankommen. Boah, Junge, du fliegst da gleich runter. Jetzt höre ich mal auf zu sabbeln, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Da guckt euch an, wie man mit dem Ding sich hinlegen kann. Mit der Nike. Das ist echt fantastisch. Ja, liebe Leute, ihr glaubt es ja kaum. Guck mal, wer hier ist. Hallihallo. Das ist der Jens Kuck, wer ihn nicht kennt. Jens Kuck, alter Hase, ne? Wie lange machst du schon? Ich mache das schon sehr, sehr lange. Ja, ich weiß gar nicht. Also einige Jahre schon. Okay, alles klar. Ja. Und wie fandst du das heute bisher so? Oder wie findest du die Maschine? Was sagst du dazu? Ich muss ehrlich gestehen, ich war erstmal so ein bisschen sprachlos, weil ich null Bezug zu dem Fahrzeug habe. Und ich habe mich, glaube ich, auch noch nie so hart getan, so ein Fahrzeug zu bewerten. Das ist echt schwierig. Mir gefällt es optisch einfach nicht. Mhm. Aber sie macht gerade das, was jedes Motorrad auch irgendwo hervorruft. Und zwar irgendwie ein gutes Feeling erzeugt sie. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mich abholt. Bist du das erste Mal gefahren mit dem Ding? Ich bin das erste Mal jetzt Kurven gefahren. Ja, ich bin mal kurz so vor 3 Jahren so ein Stückchen geradeaus gefahren. Da habe ich mir gedacht, ey, ist Quatsch. Aber das ist, muss man doch echt sagen, beeindruckend, oder? Also ich meine, jetzt ist es heute total trocken. Also jetzt hätte man hier auch mit der normalen Motorrad fahren können. Aber jetzt stell dir mal vor, das wäre jetzt hier nass. Dann wären wir hier nämlich die Könige gewesen. Ne? Ich glaube, das ist so die größte Stärke. Bei widrigen Bedingungen, bei schlechten Straßen, bei Längsrillen, Bitumen. Ja, ja, genau. Und da rollst du so drüber und denkst immer, okay, ich sehe es zwar nicht, aber vorne sind eben diese 2 Räder. Genau. Also man hat echt eine tierische Sicherheit. Mir ist eben auch eingefallen, als wir hierher gegurkt sind, war ja doch eine ganze Ecke, dass das eigentlich ein ziemlich geiles, prima Reisemotorrad ist. Also jetzt nicht für jedermann, ne? So ein GS-Treiber sagt jetzt wahrscheinlich, was soll ich damit? Ich habe meine GS. Aber ich meine, es gibt ja nun mal Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger sind, die noch nicht so sicher sind. Ne? Und die sagen, ich will ganz viel fahren. Und im Grunde genommen, also das Ding ist bequem. Und jetzt stell dir mal vor, du machst damit eine lange Reise. Du kannst auch schlafen während des Fahrens. Weißt du, was ich meine? Ja. Nein, ich finde ich wirklich. Also jetzt im Vergleich zu anderen. Also ich würde es am Alter jetzt nicht festmachen, so wer es nachher fährt. Aber ich glaube, man muss es unbedingt in der To-Do-Liste erledigen und mal damit fahren, dass man
nicht mehr so voreingenommen ist und sagt, ach, wie du. Guck mal, da kommt jetzt einer, der tut sich hart mit Motorradfahren. Ja, ja. Der fährt nämlich jetzt eine Nike. Ja, nee. Das stimmt nicht. Also das hat den Vorzug, klar, du kannst irre beladen wahrscheinlich. Ja. Also 30 Liter links, 30 Liter rechts, ja. Das ist schon mal eine Ansage. Mhm. Und so souverän, wie es fährt, bei Wind und Wetter, egal, mal zum Nordkap und auch im Winter. Ja, ja. Also als wir eben losgefahren sind, ich habe mich echt wohlgefühlt, muss ich wirklich sagen. Kaufen würde sie mir, glaube ich, nicht. Aber das bist du sie denn das erste Mal gefahren? Nee, ich bin sie schon mal gefahren. Aber immer wissen Sie eben hier ganz schön die letzten Kurven, da war ja schon ein bisschen was los. Ne? Ja. Und das muss man echt sagen. Also ich finde es immer noch, es ist immer noch ein Unterschied zu einer MT-09 oder so. Die ist noch wendiger. Ne? Das darf man jetzt auch nicht irgendwie übertreiben. Das Gewicht schon vorne, man darf jetzt auch, man muss realistisch sein. Ja. Also das wird jetzt kein Sportmotorrad. Nee. Es ist ja im Sport-Touring-Bereich angesiedelt, auf der Yamaha-Seite. Und da habe ich mir gestern noch so mal die Eckdaten durchgelesen. Nee, ey, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. War dir zu viel Sport da in der Überschrift? Ja, oder? Man darf jetzt nicht übertreiben, aber es ist auf einem guten Weg. Aber was ja echt geil ist, also Leute wie ich zum Beispiel, ne, wir sind ja jetzt nicht so die super Raser. Wir leben halt im Norden, wir haben ja wenig Kurven. So, mit dem Ding kann auch ein ungeübter Motorradfahrer, das darf man echt nicht verkennen, sich mal richtig linienengelmäßig richtig in die Kurve legen. Genau, und kannst du das Autobahnkreuz erobern hier, wenn du keine Kurven hast. Ja, ich meine, man hat immer dieses absolute Gefühl von Sicherheit. Ich finde das total geil. Und ich glaube wirklich, dass es viele Leute gibt. Also es wird kein Bestseller werden, ne? Das ist klar. Aber es gibt eine gewisse Zielgruppe, die wahrscheinlich sagt, genau das Ding will ich haben. Genau das habe ich darauf immer gewartet. Mir war das bisher immer so ein bisschen zu ruppig oder so. Und auf dem Ding, das fühlt sich auch total komfortabel. Also ja, das ist gar keine Frage. Man muss es ausprobieren. Probiert es mal aus, weil das ist anders. Also wenn man jetzt so einen starken Charakter hat, ne? Ich hatte eben noch mit Walter gesprochen, wenn du den starken Charakter hast und dir vielleicht mal einen Spruch einfängst, dass so Typen kommen wie ich jetzt und vorher noch nicht gefahren haben und sagen, weiß hier nicht. Bist du Dreirad? Bist du komisch oder was? Nein, es ist alles in Ordnung. Es ist anders. Genau. Es ist anders. Genau. So, jetzt habt ihr auch mal gehört, was Jens Kuck dazu sagt. Schaut mal vorbei auf seinem Kanal. Jens Kuck, super geiler Typ. Wie heißt dein Kanal? Jens Kuck. Jens Kuck, genau. Und deine E-Mail-Adresse war was mit Kuck Racing, ne? Irgendwie. Genau, das ist eine alte AOL-E-Mail-Adresse. Ja, ich habe mich so gefreut. Der hat noch eine AOL-Adresse. Genau. Vielen Dank jetzt. Schönen Tag noch. Gerne, dir auch. So, ich nutze die Zeit hier nochmal am Fotopoint, bis hier alle durch sind. Dauert das noch einen Moment. Und will euch nochmal so ein paar, zwei, drei Dinge zeigen hier an der neuen Yamaha Niken GT. Es gibt übrigens nur noch die GT. Früher gab es ja auch mal eine Standard-Niken. Ohne GT. Die haben sie sich jetzt gespart. Wahrscheinlich haben sowieso immer alle die GT gekauft. Die hat ja das Kofferset da hinten standardmäßig mit an Bord. Es gibt ein neues Cockpit. 7 Zoll Display. Gehen wir eben rum. Ja, hatte ich vorhin schon angedeutet. Das ist übernommen aus dem T-Max. Riesengroß, super geil, zeigt einem alles Mögliche an, richtig gut gemacht. Und auch hier, guckt euch das mal an, dass hier alles verlegt ist. Sehr schön gemacht. Das ist alles, ist halt eine Yamaha. Es gibt kein Keyless Go, Leute. Ich bin ganz glücklich darüber. Kein Keyless Go, will auch keiner haben. So, hier ist der Joystick zur Bedienung des Cockpits. Tempomat ist Serie dabei. Lichtsteuerung. Hier ist der Mode-Schalter für die Fahrmodi, Warnblinker. Es gibt Heizgriffe, die sind ja auch in Serie dabei, die sind auch neu gemacht offensichtlich. Das Ride-by-Wire wurde überarbeitet. Also es sind viele, viele Kleinigkeiten bei der Maschine überarbeitet worden. Auch der Motor, der ist jetzt ein bisschen stärker. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keine technischen Daten bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Kraft der hat, aber sollte irgendwie so 115 PS haben und ich glaube 93 Newtonmeter. Es ist der Motor aus der Tracer 9 zum Beispiel oder auch aus der MT-09 so ein bisschen anders gemappt. Aber im Prinzip ist die Basis natürlich immer das Gleiche. Es gibt einen neuen Quickshifter oder einen überarbeiteten Quickshifter. Den konnte ich jetzt auch schon ausprobieren während der Fahrt. Funktioniert wunderbar. Nicht 100% perfekt, um ehrlich zu sein. Aber das ist, welcher Quickshifter ist das schon. Ich zeige ihn nochmal. Also man muss schon so ein bisschen, wenn man halt
hochskippen will, muss man da Gas geben. Und wenn man runter will, also Blöpperfunktion nutzen will, dann muss man da ein bisschen in den Schiebebetrieb wechseln. Aber dann funktioniert das schon ganz gut. Hier kann man das sehen. Ja, dann ist der Sitz neu gemacht. Sehr komfortabel, muss ich echt sagen. Also der, vor allem der Fahrersitz. Hier seht ihr für den Beifahrer Haltegriffe. Das sieht auch sehr komfortabel aus. Ich habe jetzt noch nicht hinten drauf gesessen, aber das sollte eigentlich auch funktionieren. Und ja, die Auspuffanlage, die Abgasanlage ist auch überarbeitet worden. Schauen wir uns auch nochmal an, was da jetzt genau gemacht wurde. Kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja, das Windschild, das habe ich vorhin ja auch schon kurz gezeigt, ist halt auch nochmal überarbeitet worden. Das finde ich wirklich gut gemacht. Allerdings, wir sind eben Autobahn gefahren. Ich bin auch mal so kurz 180 gefahren. Windschutz ist gut. Ich habe aber zwischen diesen Positionen ehrlich gesagt keinen großen Unterschied festgestellt. Aber der Windschutz ist trotzdem gut. Also das Schild ist groß genug. Die Maschine soll auch ein bisschen leiser sein. Auf jeden Fall unter 95 dB. Und sie kostet 18.399 Euro. Da mag jetzt der eine oder andere sagen, oh Alter, 18.399 Euro. Aber man darf natürlich jetzt nicht vergessen, das ist ein ausgewachsenes Motorrad. Technisch steht die in den anderen 900er Triple-Modellen in nichts nach. Und wir haben halt diese spezielle Neigetechnik hier, dieses ganze Gewese hier. Ich gehe da mal so ein bisschen dichter rein mit der Kamera. Und das dürfte sowohl in der Entwicklung ein paar Euro gekostet haben, aber auch in der Produktion. Also ich meine, guckt euch das hier an, diese Doppelgabeln, die haben wir halt zweimal auf jeder Seite. Das sind übrigens 15 Zoll Räder. Bisschen kleiner. Oh, sind noch ganz schön warm, die Reifen. Ja, also das soll es mal in aller Kürze gewesen sein zu den technischen Updates hier bei der 2023er Yamaha Nikon GT. Die Koffer sind übrigens auch überarbeitet worden. Ich weiß gar nicht, ob das hier ein One-Key-System ist. Kann ich mal ausprobieren. Ja, ist natürlich so. Also ihr habt einen Schlüssel und mit diesem einen Schlüssel könnt ihr auch den Koffer aufmachen. Jetzt habe ich die GoPro in der Hand. Ich kann das mit einer Hand nicht. Auf jeden Fall braucht ihr nur einen Schlüssel. Braucht ihr nicht extra Schlüssel für die Koffer mitzunehmen. Sehr vernünftig. Ja, das Cockpit will ich euch noch mal eben zeigen. So ein paar Funktionen. Das sind hier die beiden Knöpfe, mit denen man das bedient. Das ist ein Jogdial, vier Richtungen. Das ist so ein Zurück-Button hier. Super intuitiv. Muss man überhaupt nicht großartig sich erstmal reinarbeiten. Das geht irgendwie von alleine. Es gibt hier links einen Bordcomputer. Wenn ich jetzt das Jogdial hier betätige, links seht ihr das Skipterhalter in der Gegend rum. Das hier ist der Modschalter für die Fahrmodi. Schauen wir uns mal an. Fahrmodi, Custom gibt es, Rain, Street und Sport. Ich bin eigentlich die ganze Zeit im Sportmodus gefahren, so auch kein Problem gewesen. So, und jetzt gehe ich mal hier in die Einstellung. Wenn ich hier drauf drücke, kann man hier alles Mögliche einstellen. Also die Traktionskontrolle kann man einstellen, die Heizgriffe. Hier geht es in die Machine Settings. Hier gibt es so ein Theme, können wir auch noch mal reingucken eben. Achso, kann man so ändern, das ist auch cool. Kann ich einfach durchskippen, dann sieht das hier immer so ein bisschen anders aus. Ich glaube, das ist das Standard-Theme. So, wenn ich jetzt hier in die Machine Settings gehe, oha, jetzt geht das hier aber richtig los. okay, da kann man irgendwie auch noch tausend Sachen einstellen. Also das schenke ich mir jetzt mal. Auf jeden Fall ist die Bedienung super intuitiv hier mit diesem Jogdial und diesem Zurückschalter. Das ist ein bisschen wie am normalen Computer oder am Smartphone. Das kriegt ihr auch hin. Was mir hier gerade auffällt, liebe Leute von Yamaha, was habt ihr denn da gemacht? Kupplungshebel, nicht einstellbar in der Reichweite. Na, na, na. Hier war eigentlich mal der Spiegel dran. Aber die Spiegel sind ja da. Der Blick nach hinten ist übrigens richtig gut bei den Dingern. Verstellen tut man das einfach so, hier ein bisschen rumfummeln. Blick nach hinten ist richtig klasse. Und der Bremshebel ist in der Reichweite verstellbar. Hier ist der Fotostopp. Jetzt geht's gleich los hier. Buongiorno. Ich lasse jetzt einfach mal die Kamera laufen. Wir werden jetzt hier wieder fotografiert, da liegen wieder irgendwelche Leute in den Gräben und auf den Felsen und was weiß ich wo überall. Hallo. Es geht los. Viel Spaß.
Haben sich aber auch wirklich hier ganz enge Kurven ausgesucht, aber haben sie natürlich extra gemacht, damit wir hier auch ein bisschen uns in die Kurve reinlegen müssen, damit die Fotos schön schief sind. Guck mal, da ist zum Beispiel einer. Guten Tag. Ist hier auch irgendwo jemand? Nee. Da kann ich ja langsam fahren. Ja, das war's schon. Und das machen wir jetzt 6 Mal, Leute. Ich zeig's aber nur einmal. Ja, liebe Leute, wir wollen auch noch mal ein bisschen auf die technischen Daten gucken von der Nikon GT. Diese Maschine kostet 18.399 Euro in Deutschland, ist meines Erachtens auch schon verfügbar. Und wenn nicht, dann dauert das irgendwie nur noch 1-2 Wochen. Also ihr könnt jetzt schon zum Händler rennen und sie bestellen, wenn ihr wollt. Es gibt nur noch eine Farbe, und zwar Yamaha Black, also schwarz. Das finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, die alte gab es, glaube ich, in 2 Farben, aber jetzt haben sie wohl gesagt, nee, komm. Da machen wir nur noch eine Farbe, schwarz soll sie sein, und so sieht es dann halt aus. Ja, zur Neigetechnik habe ich ja schon während der Fahrt ein paar Dinge gesagt. Ich will da jetzt auch nicht allzu sehr ins Detail gehen, das würde euch, glaube ich, interessiert wahrscheinlich auch keinem so richtig. Also Yamaha gibt da natürlich auf der Webseite richtig viele Informationen zu, weil sie natürlich auch super stolz sind. Das ist ja nun auch mal das, was dieses Motorrad ausmacht, diese beiden Räder. Und das ist ja nicht nur dieses, das sind ja nicht nur die Räder, sondern es ist halt dieses Parallelogramm hier vorne, diese ganze Technik da drin, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, die Nikon GT hat jetzt auch das neue Cockpit bekommen, das 7 Zoll Cockpit aus dem T-Max 560, der hatte das zuerst. Es gibt hier vorne eine USB-Steckdose, das finde ich ja mal ganz gut, wenn man das nicht vergisst. Falls jemand doch nochmal sein Handy hier benutzen möchte, kann er das da direkt anschließen und laden. Es gibt eine Navigationslösung, die wurde in Zusammenarbeit mit Garmin gebastelt. Die ist allerdings aufpreispflichtig, also was ist aufpreispflichtig? Da müsst ihr halt ein Abo abschließen, wenn ihr diese Garmin-App nutzen möchtet. Sie ist super, also es ist eine Full-Map-Navigation, hier das ganze Display ist mehr oder weniger voll. Dann mit den Kartendarstellungen, aber es kostet halt was. Das finde ich ein bisschen unglücklich, aber gut, ist auf der anderen Seite ja auch verständlich, weil die normale Garmin-Navi-App ja auch was kostet. Die kriegt man ja auch nicht geschenkt. Das ist halt nichts, das ist halt nicht Google Maps, sondern das ist halt eine vollwertige Navigation, die auch, ja, die auch Sinn macht. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr das kaufen wollt oder nicht. Ja, an diesem Bike fehlen jetzt die Koffer. Ich weiß gar nicht, warum die Jungs die jetzt hier abgeschraubt haben, aber normalerweise gehören hier 2 Pillen, 2 Koffer ran. 30 Liter fassen die, die sind, habe ich glaube ich auch schon erwähnt, auch richtig breit. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwie so, wenn man so ein bisschen am Rand fährt, dass man da nicht, ich muss gerade lachen, weil ich weiß doch, der Walter, der ist vor mir gefahren bei der Probefahrt und der hatte fast einen Sturz gebaut, weil der irgendwie die beiden Reifen da ausprobieren wollte vorne und dann hat er fast so einen Container mitgenommen mit dem einen Koffer. Aber egal. Ja, die sind halt dabei in Serie. In Serie ist auch der Quickshifter, das ist hier allerdings nicht der allerneueste. Es gibt bei der Tracer 9 GT Plus noch einen überarbeiteten Quickshifter. Das ist hier noch derjenige der 2. Generation. Und die Sitzbank wurde auch noch überarbeitet. Das sind jetzt die Änderungen gegenüber der alten Nikon GT. Der Motor hat 115 PS bei 10.000 Umdrehungen. Ich komme mal rum. Leistet 90,7 Newtonmeter bei 7000 Umdrehungen, ist natürlich das, der CP3, den wir schon aus unterschiedlichen anderen Yamaha-Motorrädern kennen. Sie verbraucht 5,8 Liter auf 100, also ungefähr ja, fast 1 Liter mehr als eine Maschine ohne 2 Räder. Das ist irgendwie auch logisch, weil sie halt auch schwerer ist und halt mehr Luftwiderstand natürlich bietet. Federweg vorne 110, hinten 125 mm. Dann haben wir hier eine Doppelscheibe, also jedes Rad quasi hat natürlich eine Scheibe mit 298 mm Durchmesser, Advex-Bremssystem, hier 4 Kolben, Festsattel vorne, hinten haben wir eine Einzelscheibe 282 mm, auch ein bisschen größer. Und ja, die Reifen vorne 120-70er, 15 Zoll, sagte ich schon, hinten 190er, 55, also das ist ein richtiger breiter Schlappen, aber das braucht man auch. Weil, also das haben wir hier gemerkt, wenn man hier mal ein bisschen Gas gibt und so. Ja, die, also wenn man es fliegen lässt, dann fängt sie hinten manchmal so ein bisschen an zu schwänzeln, was ich ganz cool finde, weil das irgendwie so es fühlt sich so kontrolliert an wegen der beiden Vorderräder. Also das macht schon echt Laune. Die Maschine ist 2,15 lang, Sitzhöhe 825 mm, kann man auch nicht verstellen. Die ist hier, also ich weiß nicht, ich schätze mal im Zubehör gibt es unterschiedliche Sitzbänke, noch eine höhere und eine niedrigere, aber die hier ist fest, 825 mm, Radstand 1,51. Und ja, Tankinhalt 18 Liter und ja, die Maschine wiegt, das ist wahrscheinlich das Datum, auf das die meisten Leute von euch warten,
weil sie wahrscheinlich erwarten, dass sie 350 Kilo wiegt oder so. Nein, tut sie nicht. Sie wiegt 270 Kilogramm. Das finde ich noch relativ moderat dafür, dass man hier vorne halt so ein Doppelrad hat mit dem ganzen Gewese darunter. Finde ich das eigentlich ganz okay. Ja, das soll es gewesen sein zur Yamaha Nikon GT 2023. Also ich habe wirklich, habt ihr ja gemerkt, ich habe mega Spaß gehabt. Und es ist wirklich eine Erfahrung, die man mal vielleicht gemacht haben sollte als Motorradfahrer. Auch wenn ihr jetzt sagt, kaufe ich mir sowieso nicht, macht das trotzdem mal. Weil ich glaube schon, der eine oder andere wird da Blut lecken und sagen, Mensch, das ist ja mal eine ganz, ganz clevere Angelegenheit. Ja, das war's mit diesem Video vom ersten Tag. Heute ist ja der erste Tag dieser Presseveranstaltung hier von Yamaha. Morgen geht es dann weiter mit der Tracer 9 GT Plus. Da habe ich mir überlegt, mache ich ein separates Video draus. Insofern soll es heute für euch gewesen sein aus dem, ja, jetzt nicht mehr ganz so sonnigen Sardinien. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Grüße euch und sage Tschüssinger. Bis bald.